Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Harvest Moon, mein Inselparadies. Es ist der erste Herbst im dritten Jahr und es wäre zu cool gewesen, wenn im Prinzip das Spiel gesagt hätte, hey, wir schenken dir heute mal einen Regentag. Nee. Warum auch? So, jetzt lass mich mal ganz kurz gucken. Okay, ich habe... Du kommst erstmal da zur Seite. Ihr drei. Das heißt, ich brauche 6 Felder. Okay. Wir machen aber als erstes das, was wir immer machen. Wir laufen durch die Botanik. Ich habe eine Werkstatt gebaut. Wie gewünscht. Achso, ja. Das wollte ich nur sagen bis später. Stimmt, die haben wir uns ja noch angeguckt, glaube ich, ne? Im letzten Part. Haben wir uns die, glaube ich, noch schon angeguckt. Aber trotzdem, wir gehen erstmal hier die Tierchen machen. Dann, wir machen einfach immer unser Ding. Komm, Leute. Es ist doch immer das Gleiche. Das wisst ihr doch. Nur, dass wir heute richtig zu ackern haben. Das heißt, im Prinzip ist es hier schon mal sehr gut, dass wir als erstes das machen. Erstmal die Leute abfarmen. Aber ich überlege gerade, wir müssen die Leute gar nicht abfarmen, ne? Wir müssen nur Mark beschenken, weil alle anderen unsere Weiber haben ja. Unsere 4 Hauptmädels. Die haben ja. Das heißt, nur Mark kriegt jetzt ein Geschenk. Und wir müssen einkaufen gehen. Und wir müssen ganz kurz einkaufen gehen. Pilze. Apples! Stimmt, ich habe mir das den Geräteschuppen. War das ein Geräteschuppen? Habe ich mir geleistet. Du bist ja ganz schön munter. Ja, danke. Ich brauche noch 2x Süßkartoffeln. In den Rucksack. Hast du noch irgendwas? Nö. Okay. Ja, wir sind jetzt, was unser Geld angeht, minimal zurück. Aber das ist vollkommen in Ordnung. Obwohl, so viel minimal ist es doch gar nicht, oder? Nö. Ach, easy. Dafür habe ich keinen Stein mehr. Ha! Stimmt, da war irgendwas. Ach komm, das bisschen, das kriege ich schnell hin. So viel ist es nicht. So viel ist es nicht. Wir werden wahrscheinlich dann erstmal die Tiere machen. Und dann als letztes die Ernte, weil es lohnt sich einfach nicht. Erst die Ernte zu machen, das kostet draußen so viel Geld. Außer ich gehe ins Gewächshaus. Das ist natürlich dann sinnvoller, als erstes ins Gewächshaus zu gehen. So, sind die denn alle da? So, der Doktor war ja immer hier unten. Hallo, Maika, du gehst morgen, glaube ich, ne? Ich glaube, der geht doch morgen. Wo waren Popuri und Karen? Die hatten Doppelzimmer, aber das sind alles Doppelzimmer. Waren die nicht hier immer im Eck? Oben im Eck? Ah, Maika, guten Morgen. Hi, Maika. Ja, hi. Hi. Darf ich auch nicht vergessen, was morgen... Guten Morgen. Ich möchte ein guter Viehzüchter werden. Meinst du das dumm? Nö. Ich möchte die Königin der Welt werden. Meinst du das dumm? Vielen Dank, Maika. Aber der hat schon 6 Herzen. Leute, wir kommen langsam voran. Wir kommen voran mit ihm. Langsam aber sicher. Wieso nehme ich die Blümchen mit? Ist egal. Nehme ich mit. Ich meine, es gibt noch haufenweise Leute, die Geburtstag haben. Denen ich aber wahrscheinlich nichts schenken kann. Ne, unser, was war das? Unser Werkschuppen. Sowas. Der Werkschuppen. So. Du bist schon mal. Sehr gut. Der fasst auch seine 50 Liter. Das ist auch sehr gut. So. 1. 2. 3. Thank you.
Dann haben wir das nämlich schon mal als erstes. Weil draußen werde ich wahrscheinlich erstmal nochmal die ganzen Felder machen müssen. Und das dauert halt, ne? Aber mit etwas Glück regnet es jetzt öfters. Das wäre schon cool. So. Eindeutig zu viel Kram hier. Und dann gehen wir jetzt mal die Tiere machen. In umgekehrter Reihenfolge. Oder was sagst du, Hugo? Aber es sieht heute auch nach einer Energiesparmaßnahme aus. Weil... Na, ey, das war das falsche Vieh. Das wollte ich. Ha! Einer möchte geknuddelt werden. Wer, finden wir später heraus. Ist das bei euch auch so laut? Nee, ne? Ich muss gleich nochmal die Kopfhörer ein bisschen unterstellen. Ey, das ist ja so, als würde man sich anschreien. Beziehungsweise als würde die Musik einen anschreien. Okay, dich habe ich nämlich nicht. So, du möchtest... Ich glaube, das ist Chaos, der geknuddelt werden will, oder? Dim, 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 dim. So, das heißt, bald ist das Erntefest. Aber so früh erntet man noch gar nichts. Ha, ich wusste, es war Chaos. Ey, Chaos, ne? Du machst mich wahnsinnig. So. Jetzt bleiben sie mal da bitte hocken. Mensch! Vieh! Mistvieh! Dankeschön. Nur weil du goldene Milch gibst, ne? Bist du nicht besser als Atlane. Ja, vielleicht doch ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Das ist nichts, worauf du dir was einbilden kannst. Echt jetzt? Jetzt willst du es aber wissen, ne, mein Freund? Heute stänkert er. Am ersten Herbsttag fängt er an zu stänkern. Ich fass es nicht. So. So. Das kannst du essen, das kannst du essen, das kannst du essen, das darfst du nicht essen. Das wird verkauft. So, dann werden die Pilze noch verkauft und die Blümchen hier werden verkauft. Die Blümchen werden wahrscheinlich nur so 10G geben oder so, aber das ist egal. Das ist vollkommen egal, so. Du kommst schon mal raus. Jetzt brauche ich ja erstmal an sich das andere nicht. Die Hühner wollen auch geknüllt werden. Jedenfalls eins. Komm wieder zurück! Stehen die jetzt Huhn in Huhn? Ach komm schon. So wollte ich das. So. Ja. Ja. Kleines Hühnchen. Dim, 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 dim. Vielleicht können wir jetzt endlich im Herbst denn das Event mit Lana aus... Dingsen. Das ist jetzt die Mission für im Prinzip den für den Herbst. Das Event mit Lana triggern. Wenn das Event im Herbst getriggert werden kann, und dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir
Hallo. So. Das letzte Herz-Event, wo es geheiratet wird, dass wir das dann auch erst im Winter triggern können. Quatsch, im Herbst. Nicht im Winter. Weil das dauert halt immer ein Jahr, bis es getriggert werden kann. So. Jetzt machen wir uns mal hier an der Arbeit. Hm, schön. Die sind noch da? Das ist aber neu. Das ist so ungewohnt, dass die denn noch da sind. Komm, irgendwas ist doch bestimmt kaputt gegangen. Nee, alle da. Ha, lol. Okay, dann sparen wir uns das. Dann kommst du da hoch. Du, du und du. Und uns noch schnell hier den, links. Und der Hammer. Ja, dann ist es gar nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Und die Auberginen kommen ganz als letztes ganz nach oben. Hey, meine Güte. Dann kann ich die zwei ja wieder wegpacken. Und jetzt einmal gießen. Oh, ich hoffe wirklich, dass im Prinzip im Herbst es ein bisschen mehr regnet als im Sommer. Es muss ja nicht so oft regnen, dass hier jetzt mir meine ganze Ernte weggespült wird, aber so ein, zwei Mal in der Woche wäre schon ganz nett. Aber das ist dann wahrscheinlich auch wieder zu viel. Na, schaffst du es nun? Ja, Mann. Sehr gut. Oh nein, da fällt mir gerade was ein. Wie viel hast du? 18. Okay, das geht noch. Das geht noch. Ich muss nämlich noch die Pilze gießen. Ich habe beinahe die Pilze vergessen, Mensch. Ja, ich weiß, du. Du pfeifst jetzt auf den letzten Loch, aber du hast es fast geschafft. Ich warte jetzt, bis die Giftpilze wieder alle zusammen in einer Reihe groß wachsen, weil sonst ist das so unsymmetrisch und ich mag das nicht, wenn es unsymmetrisch ist. Die Wachstumsdinger. Ach, da ist es. So, das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Okay, dann haben wir den ersten Tag voll gut rumgekriegt. Wer hätte das gedacht? 1, 2, 3. Ich werde mal hier die 15 wegnehmen und die auch wegnehmen und die verkaufe ich dann. Ist vielleicht ein Fehler, den ich begehe, aber das ist egal. Ich muss damit leben. 15 habe ich ja noch zur Not. Mhm. Lana hatte morgen Geburtstag, ne? Lana, den kommt. Ne, Nathan nimmt eh nichts. Da brauche ich da, den brauche ich auch nichts schenken. Feiert mit Ernte einen Topf auf der Wiese. Felicia, dann habe ich Geburtstag, dann hat Karin Geburtstag. Kuhwettbewerb. Warte. Paprika habe ich nicht, das ist das Problem. Paprika habe ich ja nicht. Hihi. Habe ich gar nicht freigeschaltet. Ich müsste von allem, glaube ich, 100 Stück verkaufen von der ganzen Saat, die ich bis jetzt besitze. Was wir aber nicht gemacht haben. Moment. Eine Aubergine, Möhren, Spinat. Aubergine und Möhren könnten wir hinkriegen. Bei Spinat bin ich mir nicht so sicher, aber irgendwann kriegen wir wahrscheinlich dann auch, wenn die Süßkartoffeln endlich mal denn im Gewächshaus wachsen, dann kriegen wir auch die Paprika wahrscheinlich. Aber das war's dann auch. Ah ja, irgendwas fehlt. Ach ja, die Mayonnaise ist hier, ne? Käse, Butter wahrscheinlich. Garn.
Reiskuchen. Hört. Da habe ich noch nie einmal so eine Blume verkauft. Ja, ist ja der Wahnsinn. Eine Menge Futter habe ich verkauft. Sehr viel wertloses Erz. Sommersonne. Aber schade, dass da nicht steht, wie viel das, wie viel mir das denn so bringt, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Ich würde ganz gern wissen, wie viel mir das dann halt bringt. Weil wir es können, hacken wir noch ein bisschen Holz. Ich weiß nicht, wofür wir noch Holz hacken, aber für irgendwas bestimmt. Irgendwas fällt uns schon. Ach ja, die Scheune wollte ich dann auch noch erweitern, ne? Warte, ist Ganon jetzt noch da oder hat Ganon jetzt Feierabend gemacht? Nee, der hat jetzt Feierabend gemacht. Der ist pünktlich, ne? Pünktlich um 16 Uhr macht der Feierabend. Das muss man ihm lassen. Stimmt, ich wollte jetzt im Prinzip... auf jeden Fall das Gewächshaus fertig machen. Und ich wollte... dann das, die Scheune erweitern. Unsere eine Tierscheune. Nee, das ist das Falsche. Das wollte ich. Das war das, was geplant war. Ah, Blümchen. Jetzt nimm doch das Blümchen. Also echt jetzt. Irgendwas hier vorne, was ich gebrauchen kann? Naja. Nicht wirklich. Was machst denn du hier? Oh je, wie kann ich nur Ellens Beil heilen? Ja, frag mal Wada, der weiß das bestimmt. Der ist doch so ein Schamane, der weiß, der kennt doch da bestimmt den einen oder anderen Trick. Bin ich mir ganz sicher. Aber eigentlich müsste auch morgen der Doktor dann kommen und sagen, hier, ich verziehe mich wieder und bis dann und bis bald und hat mich gefreut und wir sehen uns bis zum nächsten Jahr. Ja. So, was sagt das Geld? 13.000 habe ich gemacht, ja, gut. Ich habe 600 ausgegeben? Ach ja, für die Saat. Aha, stimmt, da war ja was. Guten Abend. Ich fühle mich so schläfrig. Wolltest du etwas? Hey, du bist Mike. Okay. Dann halt nicht. Dann halt noch nicht. Bitte lass es morgen regnen. Ich habe keine Lust zu gießen. Ich bin in dem Spiel so gießfaul. Das ist so krass einfach. Das kann doch nicht wahr sein. Wieso bin ich so faul, wenn es ums Gießen geht? In den anderen Spielen hatte ich das Gefühl, bin ich nicht so faul. Aber gut, in den anderen Spielen ist das mit dem Upgrade der Sachen auch wesentlich, also der Werkzeuge auch wesentlich einfacher. So. Was machen wir im nächsten Jahr? Im nächsten Jahr würde ich sagen, einfach nur von allem ein, ne? Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit, das zu kaufen. Auf Wiedersehen, Doktor, ich wusste es. Ich bin's, der Arzt, Maika. Darf ich reinkommen? Ausnahmsweise. Aber nur, weil du so nett gefragt hast. Der Sommer ist vorbei, mein Urlaub auch. Ich kehre nach Mineralstadt zurück. Sag Bescheid, wenn was ist, dann komme ich sofort. Okay, mach's gut. So schnell kannst du von Mineralstadt gar nicht da sein, wenn ich mir das Bein gebrochen habe. In der Zeit, wo du denn da bist, ist das Bein von selber geheilt. Okay. Da wir ich hole dreimal Aubergine, nee, nicht dreimal Aubergine, einmal Aubergine, aber dreimal Möhren und dreimal Spinat. Den Süßkartoffeln, das spare ich mir, weil haben wir ja dann im Gewächshaus von Mast.
Da brauche ich das ja gar nicht. Und ja, dann müssen wir mal gucken. Du bist es, komm in meinen Laden hier. So, einmal kaufen bitte. In den Werkzeugkasten. Was noch? Daran hätte ich ganz gern 3 Stück. Du kannst in den Rucksack. Und von dir hätte ich ganz gern 3 Stück. Du kannst auch in den Rucksack. Ja, weil die haben schnelles Wachstum. Die haben normales, aber Spinat könnte man halt relativ schnell sein. So, dann auf nach Lana und deren Fisch geben, weil die Geburtstage. Ich denke schon, dass Lana noch Geschenke annimmt. Ich meine, dass der Priester nichts annimmt, das ist klar, weil wir reden nicht mit ihm. Wir schenken denen auch so nichts. Also, jo. Ne, Lana? Maika, guten Morgen. Morgen ist das ja da immer schön. Ich wäre ein... Was, wieso? Wieso willst du immer noch ein Duett mit mir singen? Was stimmt nicht mit dir? Super, ein Geburtstagsgeschenk. Ich danke dir. Das gefällt dir. Das war mir so klar, dass dir das gefällt. Jetzt können wir aber die anderen Fische verkaufen. Habe ich doch um meine Tiere habe ich mich jetzt gekümmert, ne? Um Pferd und Hund. Jetzt muss ich da gleich nochmal rein, nur um zu gucken, ob ich mich um Pferd und Hund gekümmert habe. Hey, Maika. Pupuri ist meine Schwägerin. Sie ist süß, nicht? Bitte sei nett zu ihr. Bürgermeister Thomas hatte die Idee. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Das war falsch. Vielen Dank, Maika. Bitte. Ach, Mensch, Mark. Nicht mehr lange und dann gehörst du mir. Nur noch eine Frage der Zeit. Muss ich tatsächlich dann noch ins Tierhaus? Aber gut, wir haben jetzt Zeit, weil jetzt ist der zweite. Wir haben alle abgekaspert. Jetzt brauchen wir halt nicht mehr so viel Zeit für alle Sachen. Da wir, naja, hier am Machen sind. Aber ich muss da trotzdem rein. Habe ich die gefüttert? Wenn ich die gefüttert habe, dann ist er auch gebürstet. Wieso vergesse ich das immer? Ich will ja auch, dass ihr tauscht. So, weil die Reihe kann dann verkauft werden. Ach, war ja klar. Ach, ich liebe diese Harvest Moon Musik, ne? Ich finde, die hat halt irgendwas. Die hat halt immer sowas Schönes. Also ich finde, die meisten Harvest Moon Sounds oder Soundtracks, besser gesagt, die haben schon was. Die haben so einen Wiedererkennungswert und die haben auch immer sowas Leichtes und Wunderbares. Aber wenn es regnen würde, würden vielleicht auch mal die Bäumchen gegürten. So, eins.
So, hätten wir das. Dann kommst du hier. Du kannst weg. So, dann ab geht's weiter. Ah nee, wir müssen das noch tauschen. Weil jetzt müssten eigentlich schon wieder die Tiere fertig sein, ne? Hm. Mal sehen, wann unser Allee verschwindet, aber wenn sie ab und zu mal ja gegossen werden, wäre das ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Oh nein. Doch, du. Ich dachte jetzt, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, welches Huhn ich schon hatte. Wenn das da unten rumspringt. Genau, als erstes kommt jetzt die Wasserversorgung für das Gewächshaus, damit ich da nicht immer hinlaufen muss. Und dann kommt... Das mache ich doch. So. Und dann kommt die Erweiterung der Scheune. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Dass wir ein bisschen Geld. Aber ich denke, wir machen schon wesentlich mehr Geld, seit wir die Kühe zweifach abmelken können. Jetzt müssen wir halt nur noch irgendwie in die Bürste und in die Melkmaschine auf jeden Fall das mit dem Energieverbrauch verringern. Die Bürste bräuchte nochmal so einen Energieverbrauch. Das wäre auf jeden Fall gut. So dass es auf 1 geht und dann können wir uns mit den Schafen hier auseinandersetzen. Obwohl ich doch erst vielleicht auch ein bisschen den Hammer oder sowas bearbeiten würde. Damit ich dann endlich mal den großen Hammer oder den besseren Hammer kriegen kann. Auch heute wird es auf jeden Fall Geld regnen. Hier hocken auch 3 Schafe fast aufeinander. Hugo möchte nicht richtig abgeschert werden, aber dafür Miro. Miro, der eh schon Goldwolle gibt. Wer will's wissen? Und Skinner hat keine Lust auf das Scherenspiel. Okay. Es könnte sein, dass wir dann 4-mal Essmilch kriegen, wenn ich mich gut anstelle. Ey, bloß keinen Druck machen. Bloß keinen Druck machen. Womit fangen wir an? Ey, du bewegst dich jetzt. Dim, 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 dim. Ach, falsche Sache. Ich wollte in den Rucksack gucken. 2-mal Essmilch! Bam! So, machen wir mal die Kühe, die Schafe, die überhaupt keinen Bock haben. So. Okay. Ey! Mensch, das Kind nur. Naja, da wollte schon jemand. Wo ist es?
Oh Mann, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, das ist unfair. War jetzt Zeit vorbei oder habe ich es noch hingekriegt? Gucken. Es, sehr gut. Viermal Essmilch. Ich esse das mal. So. Wir kriegen nochmal Esswolle. Wir kriegen das hin. Ich bin optimistisch. Sehr optimistisch. Richtig optimistisch. So. Hey, kurze Strecken sind gemein. Nimm mal eine längere Strecke. Yes. Muhaha, die Schafe haben keine Chance gegen mich. Ich bin die Beste. So sieht's aus. Ach komm schon, Mia, das war jetzt unfair. Du musst so aufpassen. So. Machen wir das. Und jetzt das. Also das wird jetzt bestimmt erst, der Baum wird bestimmt erst im Frühling fertig oder so. Die kriegen ja jeden Tag hier einen Sonnenpunkt und einen Wasserpunkt von mir. Nicht. Ich weiß nicht, wie gut die denn wachsen. Aber wird schon. Oh, ich krieg einen steifen Nacken. Hm. Ach, guck mal, da sind die Giftpilze jetzt auch alle fertig. Hoffen wir mal, dass der Spinat denn relativ schnell fertig wird, dass ich den dann zum Erntefest mitnehmen kann. Das wäre nämlich sehr cool. Wenn nicht, nehme ich halt ein Ei mit. Puh. Kriegen die ein Essei. Und dann wird das schon. Wo ist da jetzt der Unterschied? Qualität? Ist doch ein und dasselbe. Was machen wir jetzt? Au. Können wir mal zur Erntegöttin. Obwohl ich die Frau nicht leihen mag, aber auf dem Weg dahin könnte man eventuell das eine oder andere noch Holz mitnehmen. Können ja auch mal wieder in die Kirche gehen, aber es ist, Sonntag. Man geht doch immer sonntags in die Kirche. Obwohl ich glaube, dass jetzt hier in den Wäldern sehr viel nicht nur an Holz, sondern auch an Blumen und Pilzen vielleicht auch rumliegen. Vielleicht doch. Da ist das Holz noch nicht mal so wichtig. Aber die Pilze wären schon geil. Muss auch nicht so tief rein. Einfach nur so weit, wie es geht. Wenn es 18 Uhr ist, gehen wir zurück. Schauen wir mal, wie das, ob wir das eventuell machen können. Das wird vielleicht auch so etwas sein, was wir jetzt täglich machen müssen. Einfach nur um zu gucken, wann kann ich das eventuell machen.
Und die Lilanen behalte ich, die anderen werden immer verkauft. Gekauft oder gegessen? Na komm, weil ich Hoffnung habe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie Hoffnung. Ich stand nicht nah genug dran. sehr gut. Tada, das mag ich sehr. Danke, bis bald. Es ist 18 Uhr. Was geht ab? Na, du anscheinend nicht viel. Am Abend bete ich, dass die Erntegöttin erscheint, aber nicht als Geist. Wo ist er denn? Ich dachte, er springt jetzt hier rum. Ach, da ist er. Auf das Morgen für uns Eidel ein teuer Tag wird. Ich bitte dich, Erntegöttin. Auf das es mal regnen und ich nicht gießen muss. Das wäre mal sehr cool. Voll. Ne? Hätte ich nichts dagegen. Aber die Frau gönnt nicht. Guten Abend, Maika. Du bist ein Mädchen. Geh lieber früh ins Bett. Ich will aber nicht. Ich will aber noch nicht ins Bett. Lass mich in Ruhe. Ich will wach bleiben bis in die Puppen. Ey, du machst mich wahnsinnig. Wieso wird das Event nicht getriggert? Kann doch nicht wahr sein. Okay, das ist voll. Ach, Himmel. Ich glaube, Danny muss wirklich schon 3 Jahre auf der Insel sein und ist noch gar keine 3 Jahre auf der Insel. Kann ich mir gut vorstellen. Dass der noch keine 3 Jahre auf der Insel ist. War ja klar, dass das so nicht so funktioniert, wie ich das ganz gern hätte. Du einmal, du einmal. So. Dann passt das. So, dann haben wir den dritten. Ja. Den dritten. Morgen hat Nathan Geburtstag. Den ignorieren wir denn aber mal gekonnt. Ich will nicht schon wieder dahin. So. Der Priester kann Priester bleiben. Mark, weil Mark ist wichtig. Mark ist Liebe. Ne? Nicht vergessen. Der Mark, der ist ja Liebe. Und dann schauen wir mal. Oh, den Pilz nehme ich mit. Da ist 7. Sind die Mädels noch da? Sind die auch Kind? Als ob. Kind blockiert in einer Tour. Das ist ja Unverschämtheit hier. Hat man dem Kind hier keinen Anstand beigebracht? Was soll das? Ah, man läuft doch nicht vor den Erwachsenen rum. Guten Morgen. Also ich habe sehr viele Geschenke für dich. Und zur Not habe ich immer noch Stein. Wenn denn im Winter uns das Unkraut ausgehen sollte. Was ich bezweifle. So. Ich meine, okay. Unkraut. Das kriege ich hier umsonst. Guckt euch das an.
von mir aus soll doch die Sonne scheinen. Dann kriegen sie ihre Sonnenpunkte und dann alles gut. Ja, auf jeden Fall könnte der Spinat fertig werden zum Erntedankfest da. Läuft das schon. Halli hopp. So, das hätten wir, das kommt dann weg. Das ist dann nämlich wieder voll. Und dann können wir uns jetzt mal kurz um unsere Tiere kümmern. Erst du, was schon geknuddelt werden will. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Doch, Hühner knuddeln ist immer toll. Obwohl ich die im echten Leben nicht knuddeln würde. Ich weiß nicht. Die kleinen Mini-Dinosaurier. Ich weiß ja nicht, ob ich die knuddeln möchte. Muss man sich überlegen. Das muss man sich haarscharf überlegen. Halt, die sehen halt nur beim Spielen süß aus, aber so im echten Leben, ich weiß ja nicht. Ja, mit dir. Nein! Ach man, warum bin ich jetzt rausgegangen? Nee, komm rein da. Wir machen das jetzt hier. Mit dem ganzen, wir verkaufen den ganzen Kram. 1, 2, 3. Hallo, ich hab gesagt 3. Machen wir es mal entspannter. Jetzt? Hier, die Bürste brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Gut, ich bin gleich wieder da. Einen Moment, komm. Bin ich wieder. Dann geht's weiter. Zum Glück, wenn man in den Häusern steht, geht zum Glück die Zeit nicht weiter. Glück für mich.
Na schön, machen wir heute mal die Schafe zuerst. Also ich bin guter Dinge, dass wir auf jeden Fall die Rivalen-Events von Julia, Nathalie und Sabrina auf jeden Fall fertig machen. Im vierten Jahr, dass wir da die Hochzeiten sehen. Ich weiß nicht, bei Danny und Lana, die zicken so ein bisschen rum. Das gefällt mir nicht. Das ist so... ein bisschen zu zickig, die beiden. Genau, konnte sich nicht entscheiden. Ja, heute sind es aber so ein bisschen... nicht so richtig gewillt heute, ne? Ach, Chaos, komm schon! Verarsch mich nicht! Ey, du gibst doch so schon Essmilch. Warum soll ich dich denn jetzt nochmal hier so extra melken, speziell melken, nur damit du denn nochmal Essmilch gibst? Das macht doch gar keinen Sinn. Ach, der Chaos, der will mal so eine Sonderbehandlung. Na schön. Aber gut, wenn ja in diesem Monat ja auch wieder das Kuhfestival ist, kommt ja jemand anderes und dann haben wir die Möglichkeit auf 4x Essmilch täglich. Was ja auch schon wieder enorm viel mehr Geld geben würde. Aber wo steckst du hier? Durch. Und was gibt's? 2x Essmilch. Von einer Kuh, die so oder so schon Essmilch gibt. Hm. Finde den Fehler. Aber okay. Ich nehme ihn mit. Aber das wird so cool. 4x Essmilch. Boah. Gehirn Brain Explosion. Da explodiert doch einem das Gehirn. Ja, ja, ja. Von mir aus kann das da jetzt alles verschwinden. Das ist mir... Wow. Die sind aber schnell dran. Vielleicht kann ich ja auch zum Erntefest denn eine... naja, eine Süßkartoffel mitnehmen. Wer weiß... Ich meine, die werden gut gegossen. Ne? Wollen wir noch mal ein bisschen in den Wald gehen? Ich meine, wir haben Zeit. Vom Zeit kommt Rat. Obwohl, wisst ihr was? Ich werde das jetzt hier... den Tag werden wir jetzt mal kurz abbrechen, so gesehen. Ich habe ja alles gemacht. Und... gehen wir jetzt einfach schnell schlafen. Dann können wir nämlich noch den vierten Tag mitnehmen. Als wenn ich jetzt so rumdümpel. Ich denke so immer 4 Tage in einer Stunde ist schon eigentlich ganz gut. Ja, dann haben wir dann hier den und dann machen wir in den nächsten Part dann halt die 4 Tage und dann die. Und dann kommt da und dann da und dann da und dann muss man hier mal ein bisschen gucken. Vielleicht machen wir nochmal so 2 Parts, einfach nur 3 Tage. Vielleicht 4 und dann mal gucken. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Müssen wir einfach mal schauen, wie es läuft. Vielleicht machen wir an einem Part auch mal so 5 Tage oder so. Dass man sagt, okay, ne, hier. Ich meine, das Erntefest, das nimmt ja nicht viel Zeit ein. Dann nehmen wir noch den Geburtstag von Felicia mit. Und dann wären wir dann hier den 13, dann hätten wir hier schon wieder so ein bisschen mehr Tage. Weil die Erntefeste und so,
Die dauern halt nicht lange, genauso wie das Kuhfest. Das ist so relativ schnell durchgemacht. So, es ist Tag des Herrn. Nee, gar nicht. Nathan hat zwar Geburtstag, aber den ignorieren wir ja. Komm. Ich kann jetzt nicht reiten, ich habe die Hände voll. Ja, du hast den Hund auf dem Arm. Kein Wunder. So, das heißt, wir können hier schon mal umlenken. Die Tiere habe ich gemacht. So, das habe ich mir jetzt gemerkt. Die Tiere haben wir gemacht. Oh, ein Blümchen. Nehme ich mit. Das Blümchen nehme ich doch mit. Falsche Richtung. Aber passt. Bin da noch da. Bin ja noch dabei. Kind, lass mich mal durch. Ich bin schneller als du. Hi, Maika. Hi, Maika. Was mag eigentlich... Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Der Essbares. Okay. Ich kriege ja bei Pupuri und Karin heute auch mal ein zweites Herz. Abwarten. Die sind durch. Wer kommt? Ach, das ist wahrscheinlich mein Kind, was denn da ist, ne? 6 Herzen. Ach. Ich krieg dich noch. Ich sag's dir. Hab ich jetzt mit den Beinen geredet? Ich weiß es gar nicht. Nochmal. Ja, hatte ich. Hihi. Ja, okay. Na gut, zweimal reden schadet ja auch nicht, ne? Nee, du nicht. Ich wollte dich. Du möchtest Viehzüchter werden. Ja. Komm vorbei. Moment mal, wie viel habe ich denn gestern gekriegt? 7000. Okay. Ey, wir kriegen eine Ernte und dann haben wir auf jeden Fall die 50.000. 500.000. Also es geht schnell voran, ich sag's euch. Ist jetzt nur eine Frage der Zeit, bis ich jetzt meinen... Habe ich noch genug Futter? Das Viehfutter. Aber geht noch für ein paar Tage. Fährt schon nicht arm. Ich habe hier jeden Tag irgendwie wenigstens 5000 Einkommen und dann lohnt sich das schon wieder. Da kriege ich das locker hin. Das wollte ich nicht. Die Kühe geben ja fleißig Milch und so. Genauso wie die Eier. Vielleicht jetzt noch 1-2 Wochen. Und dann haben wir auch unsere... die Wasserversorgung im Gewächshaus. Ist auf jeden Fall dann schon mal mehr, also hilfreich auf jeden Fall. Du kommst weg. Ihr tauscht. Dass die Bäume auch einfach verschwinden. Nur weil ich sie nicht gieße. Ja gut, es will aber auch nicht regnen, ne? Also das ist auch schon so eine Sache. Es will auch einfach nicht regnen. Warum auch? Naja. Schade. Hätten die einfach ganz normal, nicht wie ganz wie die anderen Bäume auch wachsen können, einfach. Dass denen das vollkommen wurscht ist, ob man sie gießt oder nicht. Das wäre wesentlich cooler gewesen. Gibt es eigentlich noch ein Schaffestival? Eigentlich schon, ne? Haben wir nicht Miro zum Schaffestival mal angemeldet? Naja, boah. Tiere sind versorgt.
vorkommen, als ob Hugo. Tu mir das doch nicht an. Dass ihr euch immer bewegen müsst, ne? Echt schlimm mit euch. Warte, irgendwo fehlt doch noch eins hier. Ja, komm. Ich knuddel dich jetzt und dann sind die Kühe durch. Oder Quatsch, die Schafe. Ja. Die sind halt auch ganz verschmust, ne? Die brauchen halt die Liebe. Aus Kinder brauchte gerade die Liebe. Mhm. Ja. Wer braucht jetzt Liebe? Finden wir gleich heraus. Dum, 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 dum. Ja. Ach, Matze. Oh, Matze. So, jetzt bist du wieder glücklich, ne? Das freut mich. Ja, wir kommen noch locker mit dem Essen hin. Die werden schon keinen Hunger leiden. Jedenfalls nicht sofort. Und zur Not kaufe ich halt gleich nochmal ein bisschen. Ich glaube, Dienstag hatte das zu, ne? Ich meine, wenn ich die ersten... Da rattert's. Sorry. Wenn ich aber den 100 angekommen bin, dann... Oh, nee, das ist nicht euer Ernst. So schon eher. Na, 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 na. Das kann doch nicht wahr sein. Das finde ich gerade ein bisschen blöd, dass die sich wirklich bewegen bei Harvest Moon, meine Tierparade und so. Da bleiben die wenigstens stehen. Ne, bei Harvest Moon, deine Tierparade, ist das wirklich so, dass sie immer... Die bewegen sich nicht frei in der Scheune herum, sondern die bewegen sich gar nicht. Die kannst du per Klingelzeichen rausholen. Ne, per Glocke. Aber das war's dann auch. Die bleiben dann einfach vor ihrem Platz, vor ihrem Futterdruck stehen und warten, bis du sie abgemolken hast, bis du sie gefüttert hast und sonst irgendwas gemacht hast. Mehr machen die nicht. Die bewegen sich erst... wirklich frei in der Willen, in der Lau, also frei, ne? Wenn ihr die Glocke gelötet habt und ihr die rausgelassen habt. Nur draußen sind sie, bewegen sie sich frei. Im Spiel nicht. Also in der Scheune nicht. Und das finde ich ja schon wieder geil. Ich glaube, bei Baum der Stille, da hatten ja auch alle ihren, da haben die sich auch nur draußen frei bewegt. Und in der Scheune per se hatten die ja alle ihre Boxen. Wo sie ja nicht weitergegangen sind. Das fand ich auch cool. Also die Scheune fand ich tatsächlich im Baum der Stille hübscher als in Deine Tierparade. Deine Tierparade gibt es noch nicht auf dem Kanal, kommt aber auch noch. Aber erstmal machen wir das hier fertig, dann machen wir Rune Factory 5 fertig. Dann kommt ja das neue Story of Seasons. Das machen wir denn. Und dann schauen wir mal, lassen wir mal abstimmen. Also lasse ich denn abstimmen. Welches Harvest Moon, also welche von diesen Farmspielen, die ich besitze, werde ich sie alle nochmal auflisten, dann als nächstes gespielt wird. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich werde dann einfach wieder so ein Spoilpolling machen. Für YouTube und Discord, dass ihr denn da im Prinzip nur noch auf diesen Link klickt und dann sagt, okay, wir möchten ganz gern das oder das. Aber das ist so schön, dass es Pilze gibt. So. Also ich glaube nicht, dass
verkauft wird, aber wir gucken mal. Ich bin der Meinung, die hätten Dienstag zugehabt. Warte, die hatten noch hier so ein Schild drauf. Nee, Samstags geschlossen. Dachte ich, Dienstag. Hallo Maika, willkommen. Futterplatz. Wir holen zweimal noch. Hühner? Futterplatz. Futterplatz. Also das kostet uns jetzt ein bisschen was, aber das ist nur minimal. Das kriegen wir schnell wieder rein. Nur ist es halt wichtig, dass wir genug Futter haben. Bevor... Ja, hier reicht noch einmal. Ich meine, das sind nur zwei. Da hole ich dran. Wir haben ja das den Platz. Ne, das hat uns jetzt ein bisschen was gekostet, 8000, aber wir kriegen ja schon fast 7600, haben wir ja schon fast täglich allein durch durch die Tiere an Einnahmen. Und so haben wir jetzt erstmal wieder ganz viel, um in Ruhe unser Gewächse auch zu verbessern. Oh, jetzt ist mir der Name nicht eingefallen. Gewächshaus. Komm, wir gehen mal Pierre suchen. Wir müssen ja auch mit dem regelmäßig reden, sonst haut er ja irgendwann ab. Und dann ist Natalie ganz enttäuscht und dann kann sie niemanden mehr heiraten. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch, dass sie glücklich ist. Jetzt ist er nicht mehr da, doch da. Doch, er ist noch da. Wir müssen ja auch ein bisschen die Zeit totschlagen, noch bis 18 Uhr. Aber der war irgendwie weiter vorne, Pierre, ne? Pierre war irgendwo hier. Oder auch doch hier. Ja, hallo. Arbeitest du so hart? Ich suche eifrig nach leckeren Zutaten. Ich habe Hunger. Im Herbst habe ich immer Hunger. Geht das Mädchen auch so? Ich habe immer auch Hunger. Also ich könnte auch mal essen. Ich bin da wie so eine Ziege. Hey, Maika, mir geht's gut. Xeno sagt auch immer schon, ich esse zu viel. Es gibt aber halt so Gerichte, da kann ich einfach nicht aufhören. So wie bei, wenn ich mir selber Bohnensuppe koche. Hallöchen. Gut, war da unsterblich. Das ist so, ich weiß nicht warum, aber wenn ich meine Bohnensuppe koche, dann koche ich so 5, 6 Liter und ich habe das manchmal, ich esse dann 4 Teller oder so. Guten Abend, Maika. Viele Tiere nass draußen, sei vorsichtig. Ich kann nicht erklären, warum. Aber mir schmeckt einfach meine Bohnensuppe so geil. Und bis die denn mal so, ne, sättigt, wird man sagt, boah, ich bin so voll. Dann habt ihr da, keine Ahnung, da habe ich denn schon 3 Teller oder so gegessen. Es tut mir ja auch leid. Aber ist da, wenn man Hunger hat, so. Ihr gönnt mir gar nichts, ne, ihr zwei. Das ist auch so klar. Jo, Maika. Willkommen. Ach, komm, mach mir mal Buchweizennudeln. Gib mir die Buchweizennudeln. Bis. Damit es dir besser geht. Nee, ich bin nicht zum Essen hier. Ich wollte jetzt einfach nur kurz im Inventar gucken. Ne? Ich habe 6000 gemacht und habe gerade mal... Also ich habe nur 3000 Minus gemacht. Was soll's. Aber dafür habe ich jetzt jede Menge Futter, was ich brauche. Ich habe ein bisschen Holz gehackt. Warte, wir suchen uns noch ein Holzstück. Das ist wichtig. Irgendwo wird doch hier noch irgendwo Holz rumliegen.
Ja, als ob. Jetzt brauche ich Holz und jetzt liegt hier nirgendwo mehr Holz rum, oder wie? Hier ist ein Blümchen. Ach komm, auf meiner Farm liegt doch garantiert irgendwo Holz rum. Ich habe doch hier Holz gesehen, da. So. Weil, dann können wir das nämlich folgendermaßen machen. Du kommst jetzt erstmal weg. Du kommst hier rüber. Du kommst hier runter. Und dann sind es schöne glatte 70 jetzt in meinem Holzschuppen, ne? Oder? Ja, sieht doch gut aus. So, das Gewächshaus ist zur Hälfte. Wenn ich jetzt noch die Wasserversorgung mache, dann habe ich auf jeden Fall wahrscheinlich 75%. Werkstatt, ja, Lieferkiste und so. Da fehlen mir halt so die Sachen. Ne, da fehlen mir halt so die Diamanten. Das Adamantit, glaube ich, brauche ich. Und das gibt es halt nur in bestimmten Ebenen auf der Mine und ich komme da nicht hin. Ist so schrecklich. Gut, wir gehen jetzt kurz ins Bett, dann speichern wir ab und dann ist der Part auch zu Ende. War doch klar, dass es nicht regnet. So, der 5. Wir machen den wahrscheinlich bis zum 9. Bisschen hier, dann irgendwie da so. Naja, wird schon irgendwie. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Haben wir irgendwie Prozente gut gemacht? Nö. Aber okay, gut. Dann halt nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.